seiner Spielzeugarmee. Keine Ahnung, Cyborg. Aber wir müssen schnell hin. Hier draußen regnet es Raketen. Keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3. Jenseits des Gotthems. Und Joker und die Bösewichte beschießen uns hier. Das ist nicht so geil. Aber ich mach mal hier ein bisschen leiser, weil ich war letztes Mal auch ziemlich. Das Spiel war ziemlich laut letztes Mal. Aber jetzt müsste ein bisschen besser sein. Aua. Alter. Alter, was macht mich denn hier die ganze Zeit weg? Ist es Geschütz oder was? Verliere die ganze Zeit Münzen, das ist so scheiße. Aber ich finde geil, dass hier Flash super schnell hier machen kann. Und das ist super geil. So. Dann müssen wir kaputt machen. Ach, ich brauche noch Dingens. Genau. Batman. Achso, der braucht ja Batterie, damit er fliegen kann. Aber erstmal hier das Auflasern. Ah, neue Fähigkeit für Flash. Nee, dann ist für Cyborg. Ach, Cyborg bekommt auch Fähigkeiten. Der hat ja richtig viele. Ui, Magnetenanzug. Dann kann ich das jetzt aufsaugen. Ja. Das machen wir doch gerne. So. Haben wir den alle mal auf die Mütze hier. Na, geht weg hier. Ich will Flash heute spielen. Flash macht irgendwie Spaß. Oh, vorsichtig. Weg von den Geschützen. Okay, jetzt können wir weiter. Alter, diese Raketen, die gehen echt auf den Sack. Und wieder diese Kiefern. Krieg denn da oben diese Dinger weg, die mich die ganze Zeit anschießen? Okay, wahrscheinlich muss ich die anschießen, wenn ich nicht sterbe. Zielen, ja, zielen kann ich. Ja. Jawohl. Ich hab einen getötet und bin dann selbst gestorben. Bin suizidgefährdet. So. Mach ich auch nochmal weg, Alter. Geht nicht auf den Sack. Man kann ja auch so Combo-Angriffe machen wie. Oh, Alter, das hat gerade voll geleckt. Aber man kann ja auch so Combo-Angriffe machen, das ist nice. Okay, was muss. Ich brauch Batman. Batman! Wo ist Batman? Oder kann ich das auch mit Cyborg machen? Ja, tatsächlich, ich kann das auch mit Cyborg machen. Das ist nice. Dann machen wir das doch gleich mit Cyborg. Gott. Alle guten Dinge sind 3, hoffentlich. Na, ich hab doch da drauf gezählt. Okay, es sind nur 4. Geht weg. Super. Okay. Dann machen wir hier noch diese Antenne kaputt. Ich will 100%. Bitte, bitte, bitte. Oh, come on, Alter. Wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Ist aber immer noch so laut, Alter. Das Spiel ist so ultra laut. Machen wir auf 3. Gut, ja, jetzt ist es auch besser. So. Was kann denn Cyborg noch? Also er kann sich. Er kennt Elektro. Also was Robin gemacht hat. Oh, Superman. Gut gemacht, aber das ist nicht so toll, dass jetzt gleich platzt. Hätte der das nicht irgendwo anders sprengen können? Warte mal, ich muss wieder ziehen. Jawohl. Ah, oh, dieses Geschütz. So, hier einfach rauf. Oh, Alter. Ja, als ob mich das direkt umbringt. Und dann von hier. So, hier auch nochmal alle Münzen einsammeln. Was brauche ich jetzt hier?
Das ist wieder so eine Platte, wo jemand draufstehen kann. Ich glaube, das ist für Flash. Warte mal. Ja, tatsächlich. Falsche. Ja. Ja, das war die falsche Attacke. So, gedrückt hätten. Ah, das ist auch wie Lloyd, der auch wieder sehr viel baut. Und ziemlich schnell baut. Okay. Dann setzen wir es doch ein. Puff! Keine Raketen mehr? Das Ding muss kaputt sein. Und es geht noch weiter, Alter. Oh, 1 von 5. Okay, das ist das längste Level, was wir bisher gespielt haben. Das ist gut, damit ich meine Geldprobleme hier lösen kann. Einfach alles kaputt machen. Alter, was war das? Ist ja gerade irgendwie weggeflogen. Oh, das war brutal. So, hier brauchen wir wieder Magnet, genau. Nein. Du musst das dann magnetisieren. Und jetzt brauche ich noch die Superman. Superman, sag ich schon. Batman natürlich. Bin heute wieder so aus dem Wind. Ist doch eine Fledermaus, oder? Und jetzt kann ich da was tanken. Oh, warte mal, das. Ich komme hier schon wieder nicht rein. Das ist ja blöd, oder? Nein! Das konnte man aufbohren. Ach so. Ich habe jetzt einen Charakter freigeschaltet. Das hätten wir davor in der Berghöhle auch machen können. Oh mein Gott, das wusste ich halt wirklich nicht. Scheiße. Aber dafür kann man ja nochmal die Level nochmal spielen. Das ist Cyborg. Alter. Gut, hier haben wir auch nochmal 3 von 5. Alter, hier brauchen wir Brain Egg. Ja, wann wir den bekommen, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich erst nach dem Spiel, wenn wir ihn besiegt haben. Okay, was gibt's hier? Ah. 4 von 5. Gut, dann fehlt uns noch ein Schenk. 10.000er Münze. Nehme ich, jawohl. Au. Ich brauche noch ein Geschenk. Warte mal, wo ist das? Ich sehe das gerade. Da oben. Jawohl. So. Tatsächlich haben wir es so geschafft. Ein weiteres Minikit zu bekommen. Eine Mütze. Müsste ich jetzt mit Superman an irgendeiner Stelle. Superman, jetzt sage ich schon wieder Superman, Alter. Batman. Muss ich da um welche Stelle da reinfliegen? Oh, Alter, die Gegner gehen mir gerade richtig auf den Sack. Ja, weg, Alter. So, tanken wir hier nochmal. Da steht ja Octan. Ist das die Tankstelle davon? Gut, müssen wir vielleicht hier irgendwas kaputt machen, was das dann, was ich dann bauen kann? Nee. Na, guck mal. Hier brauche ich Cyborg. Ach, warte mal, der könnte ja, kann der das nicht auch? Ja, tatsächlich, ja, der auch diesen Raumanzug. Okay. Also nicht nur Batman hat den, sondern auch Cyborg. Und Flash hat leider nicht diese Fähigkeiten. War, finde ich auch besser so, weil wenn jeder wenn jeder Charakter diese Fähigkeiten hätte, dann wäre das echt lässig. So, jetzt brauche ich Batman. Zeitlupe. Wie mache ich jetzt das Feuer weg? Da eine Flash durch oder so? Wie ist es denn jetzt Cyborg da runtergegangen? Gib mir mal eine Erklärung.
Wo soll ich denn hier runterfallen? Jetzt ist er irgendwie rausgeglitscht. Halte als Atom B gedrückt, um. Ach nein, das ist nur Brainiac. Wie kriege ich denn das jetzt? Ach, ich muss das da irgendwie aufmachen. Diese Luke hier. Okay, okay, okay. Müssen wir wahrscheinlich jetzt hier auf die andere Seite. Na, was geht, Jungs? Hier kann ich einen Schalter betätigen. Ja, ich glaube gerne. Hier droppt irgendwelches Zeug. Wen ist das jetzt? Superman mit einer Sonnenbrille. Hab ich nicht. Hier brauche ich Batman mit den Raketen. Goodbye. Als ob der nicht gestorben ist, Alter. Okay, hier das auch noch kaputt machen, genau. Und was brauche ich jetzt hier? Das ist so ein Laufband. Tatsächlich. Okay. Hat nicht geklappt. Nur schnelle Charakter. Ach so, dann brauche ich Flash, okay. Ja, wie kriege ich den aber hier rüber? Warte mal. Da hin. Eigentlich möchte ich wieder zu Batman. Jetzt haben wir sehr viele Münzen drin, ne? Gut. Ist hier auch noch mal ein paar Münzen? Nee. Ah, fuck! Blöd, Mann. Aber wie kriege ich denn das jetzt hier? Ist noch ein Schiff, das ich kaputt machen kann? Und wie kriege ich den denn jetzt hier rüber? Ah, warte mal. Cyborg kann doch auffliegen, stimmt. Das vergesse ich auch immer wieder. Kann ich das da auch kaputt machen? Okay, nee. Jetzt kommt der Gegner. Schnell wegfliegen. Flieg! Jawohl. Gut. Jetzt sind wir rüber. Jetzt wieder Magnetversion. Ah, und da ploppt auf einmal ein Hebel. Jawohl, und dann können wir für Flash hier einen Weg bauen. Das ist ja nicht eine Leiter oder eine Treppe. Ah, komm, geht weg. Könnt mir sehr viel Geld geben, das könnt ihr mir. Gut, dann auf das Laufband. Ja, los! Gute Arbeit, Flash. Jawohl. Öffnet sich jetzt die Luke? Tatsächlich. Nein! Das Level ist vorbei! Kacke! Immer noch nicht geschafft! 91%, das war so knapp, als hätte ich nur 9% geschafft. Dann Wesley leider nicht gerettet. Aber dafür ein Minikit 2 sogar! Ui. Und da baut man sich da irgendwie sowas. Okay, wir haben Cyborg freigeschaltet. Und Flash. Und einen goldenen Stein. Für unsere Sammlung. Geschichte fortsetzen. Hey! Neue Spielkameraden! Wie merkst du dir nur, wo du geparkt hast? Cool! Du hättest uns aufs sonstige Rad anschließen können. So schlimm war es nicht. Huh? Ihr geht zur Kommandozentrale. Ich und Superman kümmern uns um diese Türen. Gut, diesmal mit Superman und Wonder Woman. Ja, endlich Superman. Nein! Ich dachte, wir können jetzt mit Superman spielen. Ach, schade. Das ist jetzt traurig. Alle Erwartungen weggesprengt. Heck, hat die auch... Nee, die hat keine Fähigkeiten, okay. Kann ich fliegen? Oh, sie kann fliegen!
Und sie macht auch so eine geile Musik, während sie fliegt. Ja, ich weiß, wie man fliegt. Also sie spielt während des Fliegens so eine Musik, so eine klassische Musik. Du, du, du. Ja, was gibt's denn hier zu erkunden? Bisher nicht viel. Wir sind zwar im freien Spiel, aber da gibt's eh nicht viel zu erkunden. So, Cyborg, ich brauch dich. Da gibt's was Silbernes. Für den Bombenanschlag ist Cyborg immer bereit. Man kann ja hier auch nochmal was tun. Währenddessen hier Joker und die ganzen Bösewichte unser Hauptquartier einnehmen. Und wir ist dann wieder zurück. Okay, was habe ich denn hier jetzt gebaut? Okay, keine Ahnung. Machen wir erstmal das hier. Ohne neue Fähigkeit. Du hast Batmite gerufen! Nein, habe ich nicht. Ich wollte es aufbrechen, aber ich brauche diese Fähigkeit. Okay. Ist das für Flash? Nein. Das ist für... für Robin. Kugelanzug. Alter, jetzt wird der immer verrückter. Jetzt gibt es einen Kugelanzug. Was bringt er jetzt? Warte mal, gib mir eine Erklärung. Robins Kugelanzug kann diese Maschine beeinflussen. Drück B, um in den Kugelmodus zu wechseln. Kennt ihr noch diese diese Attraktionen, wo man in so eine Kugel ist, also ja, in so eine Kugel und dann ist man im Wasser und muss sich so fortbewegen. Das ist genau das. Okay, so. Gut. Müssen wir nur noch die Laser entfernen. Das ist voll nice gemacht. Also das finde ich geil. Falsche Musik. Okay, hier gibt es nichts mehr zu finden. Schade. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Dann krieg die nicht irgendwie kaputt. Wenn ich von außerhalb so reinschieße. Ja. Natürlich. Und das geht automatisch kaputt. Ey, was machen die denn da? So, man lasst unsere Basis in Ruhe. Alter. Geht schon wieder gar nicht, ey. Aber okay, sind wahrscheinlich für die alltäglich... Warte, was? Ich wollte nur die Outfits, also die Anzüge ändern und auf einmal verwandelt er sich in einer Waschmaschine. WTF? Das ist ein Tarnanzug. Er verwandelt sich einfach in so eine Waschmaschine. Yo, wie geil ist das denn? Junge Cyborg, du bist mein Lieblingscharakter. Gib mir noch mehr so strange Outfits und dann bist du echt der Beste. Alter. Junge. Super dumm. Aber okay. Beep, 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 beep. Was muss ich jetzt hier machen? Wo konnte ich irgendwas drücken? Hä? Verstehe das Puzzle hier nicht. Sag mal, entweder bin ich zu blöd dafür oder. Ach, guck mal, da oben kann ich. Was? Hä? Aha. Okay, es hat geklappt, aber ich hab's nicht verstanden. Boah, neue Lieferung. Riesiger Anzug. Oh, geil. Das klingt doch jetzt schon wieder nice. Yo! Willkommen bei Transformers. Alter. Cybermech. Das ist einfach der Cybermech. Junge Cyborg, du bist einfach der heftigste Charakter. Damit kannst du mit Hulk mitziehen. Was ist das hier? Hallo. Sieht aus, als sei dieser Teleporter außer Betrieb. Wo ist nur der Hausmeister, wenn man ihn mal braucht? Ach, du kannst ruhig mit der Geschichte weitermachen, bis er wieder da ist. Also heißt, anders übersetzt, spiel weiter die Story und dann ist freigeschaltet.
Ja, okay. Nun. Schade. Okay, ich kann's verstehen. Ah, weg damit! Oh, als ob der nicht gestorben ist. Ich habe so fettes Ding da auf in seinen Kopf geschmissen. Alter, so ein bisschen unrealistisch hier. Aber okay, ist auch ein Lego-Spiel. Was erwarte ich? Weil ich das jetzt auf. Ah! Na, guck mal. Aber bevor wir da reingehen, würde ich sagen, beende ich hier den Part. Und. Was? Ich kann hier rein? Warte mal. Ich gucke da rein. Das gucke ich mir noch kurz an. Yo, geiler Loading Screen. What the fuck, wo sind wir denn? Ist das nicht die Justice League? Genau. Halle der Gerechtigkeit. Ui. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part und wir gucken uns im nächsten Part wieder hier mal um. Und gucken mal, was hier alles zu finden ist. Haut rein. Ciao, ciao.